Gut, wir kommen schon zum letzten drum für heute. Das werden wir uns jetzt auch noch anschauen. Passend für den Sommer einen ganz dicken Pullover gegönnt. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, wie man hier schon am Hintergrund sehen kann, bin ich nicht zu Hause, sondern befinde mich gerade hier in Italien am Lago Maggiore. Das ist irgendwie der größte See Italiens. Man kann hier im Hintergrund schon sehen und auch hören, dass es relativ laut ist und ich nicht in meinem Zimmer zu Hause bin. Ja, bravo, jetzt kommen da irgendwelche Hackler, die da am Gelände arbeiten. Nervig hoch 1000. Ich stehe da extra auf um 9 Uhr vormittags, damit dieses Video heute Sonntag noch kommen kann. Für euch. Und jetzt schreien da irgendwelche Hackler im Hintergrund umeinander. Gut Leute, hier werden alle Geschütze aufgefahren, nur damit dieses Video heute noch für euch kommen kann. Also lasst auf jeden Fall ein Like da. Liebe Leute, ich war shoppen. Ja? Ich war letzte Woche shoppen, habe mir einiges gegönnt. Es wird auch jetzt dann noch ein Shopping-Vlog kommen. Allerdings war es verboten, dort wo ich eingekauft habe, zu filmen. Jetzt ist das Ganze ein Vlog, wo ich shoppen gehe, aber auch andere Dinge erlebe. Der kommt dann am Mittwoch. Und heute starten wir einfach direkt mit dem zweiten Teil, mit dem Unboxing. Ich habe hier einige Sachen gekauft, habe aber auch was zugeschickt bekommen und wir werden uns im Wert steigern und werden gleich mal anfangen mit dem, was ich zugeschickt bekommen habe. Leute, ihr könnt euch ja vielleicht noch erinnern, vor ein paar Wochen war ich im Snipes und habe so getan, als würde ich Schuhe stehlen. Das ist natürlich nicht ohne Konsequenzen geblieben, hiermit voll kleine Werbekooperation mit Snipes. Liebe Leute, die haben mir was mega cooles zugeschickt. Ich glaube, einige von euch haben mitbekommen, dass jetzt gerade die neue Staffel von Stranger Things anläuft und im Rahmen dieser Staffel Freigabe, jawohl, gibt's von Snipes eine eigene Stranger Things Collection und die waren so freundlich, mir hier was zuzuschicken. Und ich find's mega cool, dass das nicht einfach in irgendeinem Karton kommt, so wie die meiste Zeit, sondern in so einer Metallbox. Also allein die Box finde ich schon mal richtig, richtig nice und wir werden das einfach mal, ja, mit Gips funktioniert super, wir werden das einfach mal hineinsehen. So, jetzt bin ich weg. Hallo? Da sind einige Sachen drin. 7 Kilo hat dieses Ding. Und ja, das habe ich extra für euch von Österreich bis hier nach Italien mitgeschleppt, mit meiner Gipshand. Also zuerst mal enjoy your summer. Danke vielmals, Snipes. Hier so eine Box. Oceans of Flowers, auch interessant. Ein Kühlding. Da sind mehrere Sachen drin, okay. Eine Spritzpistole und ein Papierstrohhalm. Also die Box alleine feiere ich schon mal mega. Hier nochmal Snipes X Stranger Things. Mit so einer Box macht man mir immer Freude. Und jetzt werden wir da einfach mal durchstöbern, was wir da bekommen haben. Einen Ball. Gut, den können wir heute gebrauchen, dann werden wir noch am Schiff sein. Dann, was haben wir hier? Eine Bauchtasche. One summer can change everything, steht da hinten drauf. Und wir haben noch hier so einen ein buntes Inlet. Ja, Freunde, ihr wisst ganz genau, ich bin kein Bauchtaschentyp. Also das wird ein Geschenk für einen Freund werden. Die Spritzpistole natürlich, die werden wir heute auch gebrauchen können. So ein Thermo-Dingsdi, auch von Snipes. Das ist alles gebrandet mit Snipes, das finde ich sehr nice. Ja, hier haben wir schon das erste Teil aus der Kollektion. Also es ist so ein gelb-rot schwarz gestreiftes Polo, steht hier links oben Snipes oben und hinten haben wir dann einen fetten Aufprint mit Stranger Things. Sie haben es mir in meiner Größe geschickt, schon mal nicht schlecht. Qualitativ das Ganze voll in Ordnung, ist ab 4.7., also seit 2 Tagen auf Snipes und natürlich auch in-store erhältlich. Das heißt, wem das gefällt, der kann sich das direkt koppen gehen, liebe Freunde, solange der Vorrat reicht. Mir haben sie gesagt, das wird vermutlich sehr schnell ausverkauft sein. Jetzt werden wir da mal hineinsehen. Ah, und da ist natürlich noch was drinnen. Okay, irgendwas Metallisches. Na, geil! Freunde, das ist zum Eiskugeln schöpfen. Auch gebrandet natürlich mit Snipes. Also das ist diese Summer Collection von Stranger Things und sehr, sehr viele nice Goodies dabei. Hier haben wir noch was. Was haben wir hier? Eine Hose, Leute! Okay, nice. Eine rote, nein, okay, das ist eine Jacke. Eine Trainingsjacke, auch hier wieder vorne mit Snipes gebrandet, aber verkehrt. Also Snipes steht hier verkehrt, das finde ich ganz cool. Und hinten haben wir noch Stranger Things. Okay, sehr nice. Eine Trainingsjacke also. Gut, also eine rote Trainingsjacke. Ich finde das Rot sehr, sehr flashig. Also die Trainingsjacke kann man sich auf alle Fälle gönnen. Jetzt ist es natürlich zu heiß. Auch in der Farbe L.
Ah, hier haben wir noch die Nummer 11 aufgestickt, sehe ich jetzt gerade. Cool, sehr, sehr cool. Auch mit diesem verkehrten Snipes-Aufdruck, finde ich ganz nice. Die Quali stimmt auch, Leute, da gibt es nichts. Mit Gips. Ah ja, ich habe ja gar keinen Gips mehr, denn ich habe spontan entschieden, mir den mit der Schere runterzuschneiden. Besonders intelligent. Lasst einen Kommentar da, wie dumm ich bin. Gut, das war die rote Trainingsjacke, Leute. Hier ist aber noch etwas drinnen. Ich sehe schon, das sind Socken. Auch hier gebrandet mit Stranger Things und der Nummer 11. Finde ich sehr, sehr cool, weil wir quasi diesen Sportlook in Verbindung und Kombination mit der Serie Stranger Things haben. Finde ich ganz nice. Auch hier ein zweites Paar, falls das erste Paar beim Training so zum Stinken anfängt, dass du es wegschmeißen kannst. Und auch hier nochmal ein paar rote Socken mit der Nummer 11 wieder aufgesteckt. Also passt farblich gut zusammen. Wir sehen schon, die Socken gehören zur Trainingsjacke, die roten, und die gelben zu dem Polo. Finde ich ganz, ganz cool. Danke an Snipes an dieser Stelle. Richtig nice Box. Hatte ich eine Freude damit. Gut, Leute, das ist das, was ich nicht bezahlt habe. Das wurde mir bezahlt. Yeah! Und jetzt schauen wir zu den Dingen, für die ich fett Geld ausgegeben habe. Ich war shoppen. Ich nehme euch mit. Am Mittwoch kommt das Video und habe mir hier einige Sachen gegönnt. Ich glaube, wir beginnen mal mit dem ersten Ding. Ich möchte nicht zu sehr das Sackerl herzeigen, denn nachdem ich dort nicht filmen durfte, warum sollte ich euch gönnen? Diese Reichweite, ihr Piss. Alles sehr schön verpackt. Zack, das ist das Einzige, was hier drin ist. Okay, alles sehr, sehr schön verpackt. Wir schauen gleich mal rein. Und wie es hier schon vorleuchtet. Jawohl, Leute, es ist ein Vêtements-T-Shirt. Ich feiere momentan Vêtements extrem. Also allein schon von der Qualität des Shirts. Es ist richtig dick, der Stoff ist sehr, sehr hochwertig. Es ist aber nur ein ganz einfacher Print, Leute. Das heißt, wir haben hier Vêtements draufstehen. Hier. In Large, also steht mir sehr, sehr gut. Wer Fotos davon sehen möchte, einfach Max O bei mir auf Instagram vorbeischauen. Hier werden jetzt immer wieder Fotos gepostet mit dem neuesten Scheiß, den ich mir hier gekauft habe. Hinten haben wir keinen Aufdruck, nur einen roten Fetzen, geil. Klassisch haben wir hier noch diesen Einnäher, diesen Plastiksticker von Vêtements. Den kann man aber entfernen und den werde ich auch entfernen. Also den werde ich nicht oben tragen. Aber das Shirt an sich selbst feiere ich mega, Quali passt voll. Bezahlt habe ich dafür 190 ist der Ursprungspreis, ich habe aber nur 170 bezahlt, weil Connections, Bruder. Das ist das weiße T-Shirt von Vêtements, aber wie ihr wisst, Leute, ich habe mir gegönnt um 1300 Euro habe ich ausgegeben, deswegen werden wir hier nochmal reinschauen, was ich mir hier noch so gekauft habe. Oh. Geil, 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 jetzt freue ich mich schon drauf. Das Schlimme ist, ich habe zwar 1300 Euro ausgegeben, aber im Endeffekt nur 4 Dinge darum bekommen, das heißt, sie waren alle relativ teuer. Und wir werden gleich mal anfangen, ja, mit dem Shirt, Leute. Fangen wir mit dem Shirt an. Ich habe zugeschlagen und mir endlich was gegönnt von einer Marke, die ich momentan extrem feiere. Und das ist Dior, liebe Leute. Dieses Shirt wollte ich unbedingt haben. Das gab es aber online nicht. Und deswegen habe ich es Gott sei Dank noch in Store gefunden, in meiner Größe, in der Farbe L, in meiner Größe L. Finde ich persönlich richtig nice. Seht euch mal diesen Aufdruck hier an. Mit den Blumen und diesen Dinosaurier. Unten steht dann noch Dior drauf. Also Dior schiebt momentan designtechnisch extrem an, weil die hier einen Designerwechsel haben. Dementsprechend entstehen hier wirklich, wirklich geile Sachen, geile Designs, die ich wirklich feiere. Allein mit diesen Laserstrahlen und dieses Metallic. Also sehr, sehr flashig, sehr bunt. Auch für den Sommer perfekt. Der Stoff ist relativ dünn. Also wenn man jetzt den Stoff vergleicht mit dem Vêtements-Shirt, dann ist das schon 1000 zu 1. Also das ist sehr, sehr dünn. Auch der Druck, also da bin ich mir zu 100% sicher, dass ich das nicht einfach in der Waschmaschine waschen werden kann. Das muss ich dann wirklich in die Wäscherei geben. Aber zahlt sich auf alle Fälle aus. Allein wegen dem Design feiere ich wirklich sehr. Habe bezahlt dafür 450 Euro, also wirklich eins meiner teuersten Shirts. Es gab noch ein Dior-Shirt, was ich mir angesehen habe, das hätte 590 gekostet. Also 600 Euro für ein T-Shirt, Freunde, das sind dann schon andere Zahlen. Aber trotzdem sehr, sehr nice Shirt, bin froh, dass ich es habe und auch hier, schaut auf Instagram vorbei, hier kommen natürlich Fotos damit. Wie ich das kombiniere, ist natürlich auch eine Frage mit diesen vielen bunten Designs, aber ich habe da schon was im Kopf, also schaut auf alle Fälle vorbei. Gut, wir kommen schon zum letzten drum für heute. Das werden wir uns jetzt auch noch anschauen. Passend für den Sommer einen ganz dicken Pullover gegönnt. Den wollte ich schon länger haben, habe ihn dort zufällig gefunden. Das ist hier ein Balenciaga Hoodie in der Größe M. Mega, mega fett. Also wenn man den anzieht, dann fällt er auch sehr, sehr schön.
Das ist der, also der fällt bombastisch aus. Zum Schnitt her natürlich klassisch Balenciaga, etwas oversized, richtig, richtig nice, genauso wie ich das gerne habe. Also kann man sich auf alle Fälle gönnen. Gezahlt habe ich dafür, ich glaube 650 oder 695, weiß es nicht mehr ganz genau, aber auch der hat sich gelohnt. Also ich bin mega, mega happy damit. Das waren alle Produkte, Freunde. Mehr habe ich nicht gekauft. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welches Piece euch am besten gefällt, was ihr euch gekauft hättet und wie ihr die Kollektion von Snipes findet. Würde mich auch noch sehr interessieren. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, liebe Leute. Allein für den Fakt, dass ich früh aufgestanden bin. Oh mein Gott, ich stehe nie so früh auf, nur wegen euch das YouTube-Video machen. So, jetzt schneide ich das Ding noch und dann geht's aufs Schiff und dann wird gefeiert. Genug gearbeitet für heute. Liebe Leute, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Schaut auf Instagram vorbei, hier kommen noch coole Fotos mit dem Stuff, den ich mir gegönnt habe. Und wir sehen uns beim nächsten Video, das dann der Vlog sein wird, wo ich diese Dinge gekauft habe und noch was sehr, sehr Spannendes erlebt habe. Ein großer Win in meinem Leben. Leute, das war's von mir. Danke fürs Zusehen. Euer Maximilian.